Wie ist das so mit Team bei Ihnen? Wie teamorientiert sind Sie? Oh ja, doch, Team. Team ist ganz wichtig. Team ist super und so weiter. Und dann erschrecke ich die immer ein bisschen, indem ich sage, am liebsten stelle ich Egoisten ein. Ja, wir haben jetzt die letzten Tage und Wochen wirklich wieder einige neue Leute eingestellt in allen Unternehmen und werden wir auch weitermachen. Ich habe vorhin gerade mit dem Recruiter gesprochen, dass wir weiter für alle Stellen offen sind, noch neue Leute zu nehmen. Und ich habe übrigens sogar gehört, dass wir einen Ausbildungsbonus kriegen sollen. Das finde ich toll. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb und werden dieses Jahr auch noch mehr Azubis als letztes Jahr einstellen. Und dafür hat sich die Bundesregierung jetzt scheinbar so ein Paket überlegt, dass diese Unternehmen finanziell motiviert werden sollen, die weiter Auszubildende jetzt auch in diesem Krisenjahr sozusagen aufnehmen. Ich meine, für uns war das soweit klar. Aber wenn es das Geld oben drauf gibt, dann nehme ich das natürlich gerne. Eine Frage wundert die Leute übrigens immer, wenn sie sich dann hier bewerben und hier mit mir sitzen und dann wollen die natürlich alle mal einen ganz feinen Eindruck machen. Die ziehen sich ja auch alle, die verkleiden sich ja auch immer alle. Das finde ich ja bis heute so seltsam. Ganz wenige, die sich in dem Outfit auch hierher trauen, das sie auch sonst tragen. Ne? So viele verkleiden sich dann und wenn sie dann ihren ersten Arbeitstag haben, dann kommen sie ja an wie ne? Normal halt so. Ne? Nein, aber was die am meisten wundert, ist immer, wenn ich sage, wie ist das so mit Team bei Ihnen? Wie teamorientiert sind Sie? Oh ja, doch, Team. Team ist ganz wichtig. Team ist super und so weiter. Und dann erschrecke ich die immer ein bisschen, indem ich sage, am liebsten stelle ich Egoisten ein. Und dann, das verstehen die natürlich nicht so ganz. Das haben sie bisher auch noch nie gehört. Und dann sage ich immer, ich will Ihnen erklären oder dir erklären. Ja, meistens sieht sich sie ja, ne? Solange sie über 18 sind, logisch. Sage ich immer, ich werde Ihnen das ja auch erklären. Und zwar. Am besten ist es, wenn Sie für sich einen festen Karriereplan haben. Und wenn Sie diese Agenda auch verfolgen, wenn Sie in dieses Unternehmen kommen, nicht um hier zu arbeiten, Ihre Stunden abzubummeln sozusagen, sondern wenn Sie hierher kommen mit einem Karriereziel, wenn Sie was erreichen wollen, wenn Sie das hier als Schritt auf Ihrer Karriereleiter sehen, vielleicht auch hier innerhalb des Unternehmens natürlich gerne Aufstiegsziele haben. Wir sind da vollkommen offen. Wir haben bis zur Geschäftsführung eigentlich alles im Angebot. Und das ist mir lieb, wenn hier eben Leute auch arbeiten. Und das finden, wie gesagt, viele komisch, ne? Dass die hier auch sozusagen etwas für sich erreichen wollen. Und das sollte man im Leben ja eigentlich auch forcieren, im Arbeitsleben, ne? Dass man nicht nur sagt, ich will 40 Stunden im Monat arbeiten, um dafür mein Gehalt zu bekommen und bla bla bla, sondern dass man damit auch irgendwie seine Träume verfolgt und das dann sozusagen auch auf sein Privatleben ummünzt und sagt, mein Leben soll als Ganzes, inklusive dem Beruf, Privatleben, Beziehung und so, dass das alles toll wird, sozusagen, ne? Dass das alles so wie so ein Zahnrad funktioniert und. Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die für sich selber, die sich beweisen wollen, die im Wettbewerb mit sich selbst stehen und dann eben hier auch so vorankommen wollen, mit denen haben wir noch am meisten Spaß. Denen gibt man gerne Gehaltserhöhungen, die befördert man gerne, denen gibt man gerne, wie sagt man, so Sonderbehandlung in Anführungsstrichen, ne? Privilegien, so heißt es auf juristischem Deutsch. Und ja, also das ist eigentlich die beste Situation, die wir erreichen können. Wenn wir hier beide als Egoisten gegenüber sitzen. Wenn er was erreichen will und ich will was erreichen. Ich will ihn ausnutzen und er will mich ausnutzen. Sozusagen. Ne? Ja, es muss ja nicht negativ sein. Ne? Der kommt ja hier nicht her, um irgendwie seinen sozialen Aspekt im Leben zu erfüllen, dass er für jemand anders arbeitet und ihm hilft, seine Ziele zu erreichen. Also er hilft mir ja, meine Ziele zu erreichen. Also muss er mich ja sozusagen auch für seine Ziele ausnutzen. So. Und das kann eine fruchtbare Zusammenarbeit dann sein, ne?